war ja schier entsetzt, als Herr Grabmann vom Phantom Europäer sprach, weil ich glaubte, mit dem Thema Deutsche Digitale Bibliothek, mit einem Terminus aus der Autowelt hantieren zu können, nämlich den Erlkönig. Aber der Erlkönig ist ja viel zu konkret zum Thema Phantom. Ich möchte aber doch etwas ausholen, da der Begriff des Phantoms dann doch noch bei mir gilt. Sie haben, Herr Tümmler, eben auf den Begriff des Herkommens aus den Museen hingewiesen. Wenn wir dorthin schauen, ich habe es ganz bewusst genommen, Sie sehen unten rechts in der Ecke Google Earth. Ich habe da nicht irgendwie gefaked, indem ich aus dem Bild etwas rausgeschnitten habe, sondern bewusstermaßen versucht, wenigstens im Eingang etwas zusammenzubringen, was für uns natürlich, das ist ja auch die Frage an Herrn Rohde-Enslin am Schluss gewesen, was man gar nicht mehr voneinander trennen kann. Ich könnte dazu auch noch, wenn wir über das Thema Museumsinsel reden, und da sehen Sie auf der sozusagen rechts am Bildrand die Verleihungsurkunde zur Aufnahme der Museumsinsel in die Welterbeliste. Bewusstermaßen Welterbeliste, nicht Kulturerbeliste und nicht Naturerbeliste, sondern Welterbeliste daneben gestellt. Hier ist eine Verbindung von allem. Und wenn Sie sich über die Museumsinsel gut informieren wollen, dann können Sie es genauso gut mit Wikipedia machen wie mit unseren eigenen Seiten. Und im Gegensatz, ich sage das auch aus Überzeugung, stehen dort in der Regel die Wahrheiten und nicht die Unpräzisheiten. Das, was man früher unterstellte. Also, wir verstehen uns als Teil des Ganzen. Wir verstehen uns nicht als Konkurrenz, wenn ich über das Thema Europäer und über das Thema der DDB rede, sondern als Teil eines größeren Systems. Europäer ist ja etwas, was schon am Netz ist, wo man etwas sehen kann und auch dann nachvollziehen kann, ob das, was da an strategischem Plan, also als Policy, existiert, ob das denn auch der Wahrheit entspricht. Das ist ja sicherlich ein Ansatz, den man immer haben muss, gerade wenn man in Konkurrenz zu anderen Initiativen sozusagen aus dem weltweiten Web heraus, wie Wikipedia oder aus dem Bereich kommerzieller Interessen, die etwas an den Mann bringen wollen, um damit Geld zu verdienen, was ja im Grunde auch nicht schlecht ist von vornherein. Aber man muss sich daran messen, kommt man mit seinem eigenen Auftritt dorthin, wo man sich selbst sehen wollte. Und dann gibt es eine wunderbare Grafik mit einem Visitor Survey der Europäer, die sich dadurch auszeichnet, dass das Ganze in den technischen Funktionen, Sie sehen es, ich brauche das nicht alles vorlesen, sagen wir mal, mäßig funktioniert, aber wenn Sie die unterste Zeile sich ansehen, nämlich die Glaubwürdigkeit, da sind Dinge, unterzähle ich neben der Europäer dann auch die ganzen anderen nationalen Portale zu kulturellem Erbe oder zu Kulturgütern zu sehr hoch angesehen. Das ist etwas, was im Grunde die Politik, aber auch die beteiligten Einrichtungen, die in diese Dinge reinspeisen, seit Jahren als Ziel haben. Dann etwas gleich noch zu Anfang, ich will es nicht am Schluss sagen, Kontextualisierung. Kontextualisierung ist ein Grundbegriff der wissenschaftlichen Arbeit, der Forschung. Ohne Kontextualisierung funktioniert nichts. Und wir können uns natürlich sicher sein, wenn Wissenschaftler zuarbeiten, dass Kontextualisierung das höchste Prinzip ist. Und damit auch wieder das Thema der Wahrhaftigkeit unterstützen, weil Kontextualisierung natürlich auch einen Evaluierungsprozess voraussetzt. Typisierung, und dann bin ich Archäologe von Haus aus, die Typisierung steht zumindest beim Archäologen am Anfang der Arbeit und bei den Kunsthistorikern mir fast manchmal zu viel, weil auch heute in den Museen noch viel so schön nach Gattungen, wie so sich die Arche Noah irgendwann mal zusammensetze. Von jedem zwei und schön säuberlich nebeneinander getrennt. Die Archäologie, die Kulturgeschichte, die Ethnologie lebt davon, dass alles zusammengehört und dadurch dann auch wissenschaftliche Mehrwerte kommen. Das Thema, dann werde ich auf den Vortrag selbst eingehen, nochmal.
Kulturgut und Kulturerbe. Ich habe da etwas Probleme mit dem deutschen Begriff Kulturerbe, kulturelles Erbe, zu arbeiten. Wo beginnt das? Herr Rohde-Enslin hat da eben zögerlich reagiert. Ob nun ein Dürer-Gemälde oder ein Gemälde von Gerhard Richter, beides ist in der Begrifflichkeit, wie andere kulturelles Erbe verstehen, natürlich kulturelles Erbe und nicht nur deutsche Kunst. An der Nationalgalerie, der alten Nationalgalerie auf der Museumsinsel steht der schöne Giebelspruch der deutschen Kunst. Im Anfang hat man gedacht, da kommt nur deutsche Kunst rein. Spätestens mit Hugo von Tschudi, also 30 Jahre nach der Eröffnung, oder 20 Jahre nach der Eröffnung, war klar, da kommt rein, was der deutschen Kunst gut tut. So ähnlich muss man das mit kulturellem Erbe verstehen, nationales Kulturerbe. Am Hamburger Bahnhof, wenn Sie hingehen, wenn Sie abends vorbeikommen, sehen Sie die wunderbaren blauen Leuchtröhren von Dan Flavin. Was ist das? Das ist dieselbe Frage, die Sie eben gestellt haben. Natürlich ist das in diesem Sinne auch deutsches Kulturerbe, obwohl das Ganze vor gerade mal 12, 13 Jahren angebracht wurde, ist es Teil des kulturellen Erbes und deshalb weite ich den Begriff auf Kulturgut auf. Kommen wir deshalb, ich bin kein Spezialist, also bei mir sehen Sie die wunderbaren Dinge, die wir eben von Herrn Grabmann gesehen haben, diese wunderbaren Aufteilungen, Aufgliederungen, wie laufen so Systeme. Nur wenn Sie meine Folien und das Elektronenrastermikroskop leben, dann ergeben sich vielleicht ähnliche Strukturen. Sonst bleibe ich beim Wort. Und wenn ich technisch werde, dann ist das technisch für mich das, wo wir in den Verwaltungsbereich reinkommen. 2004, Sie haben es bestimmt heute Morgen schon darauf hingewiesen, gibt es die wunderbare digitale Bibliothek von Google zum ersten Mal. 2004. 2005 die europäische Reaktion. 6 Staatspräsidenten schreiben an den Chef der Europäischen Kommission mit der Bitte, doch schleunigst etwas dagegen zu unternehmen. Wir können unser kulturelles Erbe doch nicht den Amerikanern unter noch so einer Firma überlassen. Ich verweise eben auf ein Bild. Die Probleme haben wir heute nicht mehr. Ich spreche nicht nur für mich. Die Europäische Union hat aber ein anderes Interesse dabei gehabt, dass einerseits sagt, es soll eine Möglichkeit bestehen, dass wir selbst ohne im Grunde nicht inhaltliche Einflussnahme, sondern ohne Steuerung Dritter das kulturelle Erbe in einer möglichst großen Breite selbst darstellen können. Des Weiteren wissenschaftliche Informationen, die, und da sind wir bei einem Thema, wie das Sie angesprochen haben, Veränderbarkeit von Informationen, Weitergabe von Informationen, die Diskussion über Creative